Auf diesem Kanal haben wir bereits über so einige Top 3 oder Top 5 oder einfach generell Top- und Flop-Listen gesprochen. Zum Beispiel haben wir mal darüber geredet, was meine persönlichen Top- und Flop-Rexy-Momente sind. Ebenso habe ich auch schon ein Ranking bzw. 6 Rankings gemacht, bei denen ich alle Tode aus Jurassic World, also den Jurassic World und Jurassic Park Filmen, also von Jurassic Park 1 bis Jurassic World Dominion, eben gerankt habe. Das heißt, ja, diese ganze was gefällt mir nicht so Thematik, ist irgendwie auch so ein bisschen mein Ding. Und euren Kommentaren zu entnehmen, schaut ihr auch solche Top- und Flop-Momente ganz gerne. In diesem Video habe ich mir gedacht, komm, heute sprechen wir einfach mal über die schönen Aspekte aus Jurassic Park bis Jurassic World. In diesem Video präsentiere ich euch meine Top 5 schönsten Momente der gesamten Jurassic-Reihe. Hierbei ist aber ganz wichtig zu beachten, ich lasse die Jurassic World Camp Cretaceous-Serie erstmal beiseite, weil die Serie wirklich verdammt viele schöne Momente hat und vielleicht nochmal ein eigenes Video verdient hätte. Wenn du die Serie noch nicht geschaut hast, ich kann die wirklich nur jedem Jurassic Park und Jurassic World Fan herzlichst empfehlen, zumindest Staffel 1 bis 3, bei Staffel 4 und 5 müsst ihr vielleicht beide Augen hardcore zudrücken und euch die Ohren zuhalten, aber ansonsten ist das wirklich eine sehr schöne Serie und ja, wie gesagt, vielleicht bekommt die nochmal ein eigenes Video. In diesem Sinne fangen wir jetzt aber an mit meinen Top 5 der schönsten Momente aus der Jurassic Park und Jurassic World Filmreihe. Viel Spaß mit dem Video. Auf Platz Nummer 5 kommen wir zu einem Jurassic World Moment. Ja, ein Moment aus Jurassic World aus dem Jahr 2015. Und ihr wisst, zu Jurassic World stehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Was ich aber wirklich nicht leugnen kann, ist, dass ich jemand bin, der auf Fanservice, wenn der wirklich einigermaßen gut gemacht ist, wirklich abfahre. Und ich weiß noch damals, da habe ich mir den Trailer zu Jurassic World angeguckt und habe mir irgendwie gedacht, okay, das sieht nicht sonderlich geil aus. Ich habe mir von einer Fortsetzung zu Jurassic Park 3 oder generell zu Jurassic Park so viel mehr erhofft, rein vom Optischen her. Dann kam der zweite Trailer raus zu Jurassic World und ich habe mir gedacht, ist schon besser, aber irgendwie war ich noch nicht ganz gecatcht, bis ich dann irgendwann im Kino gewesen bin und dann gibt es diesen einen Moment, ich rede nicht vom Anfang, der gesamte Anfang von Jurassic World ist unfassbar dämlich, vielleicht mache ich auch nochmal ein Ranking von allen Jurassic Park und Jurassic World Intros generell, also von den ersten Szenen. Kurzer Spoiler hier vorweg, der dämliche CGI-Vogel in Jurassic World am Anfang, der macht mich unfassbar fertig, wenn ich diesen Film jedes Mal sehe. Der sieht nicht mal gut aus. Da gab es bei Das große Krabbeln, gab es auch einen CGI-Vogel, der sah genauso aus wie der, nur dass der Film wesentlich älter gewesen ist. Naja, darum geht's aber auch nicht. Ich rede von dem Moment, in dem Zack und Gray, auch zwei Figuren, die ich nicht sonderlich geil finde, aber die beiden, die kommen dann mit Sarah in so einem, in ihrem Hotelzimmer an und ich meine, es war Gray. Gray ist, glaube ich, der kleine, Zack ist der große. Wenn es nicht stimmt, korrigiert mich gerne. Auf jeden Fall rennt er dann eben an die Balkontür, reißt die Tür auf und die Jurassic Park Musik kommt, leicht abgewandelt, aber sie kommt dann ganz in den Vordergrund reingesetzt und die Kamera fährt über den Jurassic World Park. Und ich habe mir damals gedacht, ja, finde ich ziemlich geil. Der Jurassic World Park ist nicht der Traum von John Hammond. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber streiten. John Hammond hat nie geplant gehabt, irgendwelche Hybriden zu erschaffen, zumindest mit dem ursprünglichen Jurassic Park nicht. John Hammonds Traum ist es einfach nur gewesen, im Film die Vergangenheit in die Gegenwart zu bringen und den Menschen eine Ehrfurcht vor diesen Kreaturen zu zeigen. Jurassic World ist da schon sehr viel kapitalistischer aufgebaut, als selbst der Jurassic Park es noch gewesen ist. Und aber vollkommen egal. Trotz allem war es erstmal schön zu sehen, dass diese Musik ertönt. Wir sehen zum allerersten Mal einen wirklich funktionierenden Park, der irgendwie auf dem Jurassic Park fußt. Ich meine, wir sehen auch Dinosaurier-Attraktionen und man hat direkt das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen, als würde man in den Europapark hineinlaufen, nur dass auch noch Dinosaurier-Attraktionen ringsherum aufgebaut waren. Und obwohl Jurassic World, je öfter ich ihn sehe, der Film wirklich immer weiter absinkt, vom Niveau her und der wahrscheinlich am Anfang einfach nur so einen euphorischen Schutz hatte, weil der Film einfach der erste Jurassic-Film gewesen ist, den wir 2015 bekommen haben, den es nach 2001 gegeben hat. Also wir mussten wirklich 14 Jahre auf eine Fortsetzung warten. Da gab es dann natürlich auch einen Nostalgiebonus. Aber ich muss dennoch sagen, wenn ich mich daran erinnere, wie diese Szene damals auf mich gewirkt hat, finde ich ganz klar, dass die auf die Top 5 Listen der geilsten Jurassic-Momente, die ich jemals erlebt habe, oder der schönsten Jurassic-Momente draufgehört. In diesem Fall ist das auf jeden Fall mein Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist jetzt ein Moment,
der, ich wette, den hat keiner von euch auf der Liste. Wenn ihr euch jetzt mal ganz kurz in eurem Kopf durchgehen lasst, was sind meine Top 5 der schönsten Momente des gesamten Jurassic Franchises? Wird da irgendjemand auf Jurassic World Dominion kommen? Die wenigsten wahrscheinlich, und wer hätte gedacht, dass ich auf Jurassic World Dominion komme, aber ja. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenverfechter von Maisie. Ich finde, Maisies Geschichte gehört eigentlich in den Vordergrund zu Jurassic World, der gesamten Jurassic World Trilogie. Von mir aus hätten sie Owen Grady und Claire Dearing komplett rausstreichen können. Ach, weg mit denen. Und einfach nur Maisie in den Vordergrund stellen und eben, naja, die Geschichte zwischen ihr und ihrer Mutter, beziehungsweise ihres Gegenstück-Klons erzählen sollen. Die Geschichte ist wirklich ein bisschen komplexer. Was ich aber daran so schön finde, ist ganz einfach, dass Maisie, naja, in Jurassic World 2 Fallen Kingdom mehr oder weniger gesagt bekommt, naja, du bist eigentlich nur ein Klon. Du bist deine Mutter, nur eben jünger, weil du eben relativ frisch geklont wurdest. Und in Jurassic World Dominion sehen wir dann so ein bisschen die Auswirkungen, die das Ganze auf Maisie hat. Das hätte man wesentlich geiler ausbauen können, ja. Aber allein schon, wenn der Satz fällt, ey, ihr seid wenigstens echte Menschen, oder irgend so ein Satz fällt auf jeden Fall von ihr, wo sie eben darauf eingeht, ich bin ja nicht mal natürlich auf dieser Welt. Und dann kommt später die Szene, in der Dr. Henry Wu ihr sie quasi an die Hand nimmt und ihr dann einfach zeigt, wer Charlotte Lockwood wirklich gewesen ist. Nicht nur, dass in dieser Szene Dr. Henry Wu wirklich, naja, sehr einfühlsam ist und auch wirklich sehr sympathisch auf einmal rüberkommt, weil er eben eingesehen hat, okay, ich habe vielleicht nicht immer recht gehabt mit allem, was ich gemacht habe. Nein, er erklärt Maisie eben auch noch, dass du sehr wohl auf natürliche Art und Weise geboren wurdest. Ja, klar, die Empfängnis, alles drum und dran. Darüber lässt sich streiten und sie bleibt natürlich auch immer noch ein Klon ihrer eigenen Mutter. Aber die gesamte Hintergrundgeschichte dann dabei, dass ihre Mutter ihr nur das Leben verlängern wollte oder das Leben retten wollte, indem sie ihre Gene verändert hat, damit Maisie nicht dieselbe Krankheit bekommt wie Charlotte. Und dann siehst du den Gesichtsausdruck von Maisie und sie scheint irgendwie im selben Moment erleichtert, aber auch sehr traurig zu sein. Und ich habe mir Jurassic World Dominion jetzt schon wirklich 8-9 Mal angeguckt. Und ich muss wirklich sagen, je öfter ich die Szene sehe, umso besser wird sie auch dann für mich persönlich. Es ist eine sehr tragische Szene, aber trotzdem irgendwie auch eine sehr schöne Szene, weil sie einfach nochmal zeigt, dass Maisie eben auf gar keinen Fall irgendein Monsterprodukt einer Genforschung ist. Man kann jetzt darüber streiten, ja, irgendwo ist sie dann doch aber genmanipuliert worden. Ich meine, sie ist einfach faktisch ein Klon, aber ihre Mutter hat sie auf natürlichem Wege auf die Welt gebracht und ihr auch noch das Leben gerettet, indem sie sie genmanipuliert hat. Ist ein ziemlich krasser Zwiespalt, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Moment für mich auf Platz Nummer 4 der besten, der schönsten Jurassic-Momente aller Zeiten ist. Auf Platz Nummer 3, wie sollte es anders sein, diesen Moment können wir nicht ausblenden. Der ganz bekannte Spruch von Don Hammond, Welcome to Jurassic Park. Diese gesamte Szenerie, die wir im ersten Film von Jurassic Park sehen, in dem Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm das allererste Mal Dinosaurier sehen, ist einfach nur vom Anfang bis zum Ende fantastisch. Ich meine, das Großartige an der Szene ist ganz einfach, dass wir als Zuschauer uns in diese Figuren reinversetzen können, denn auch wir sehen jetzt zum allerersten Mal in voller Pracht einen Dinosaurier, in diesem Fall eben einen Brachiosaurus. Und wenn man dann glaubt, die Szene ist jetzt schon wirklich sehr romantisiert und sehr kitschig aufgebaut, dann kommt's einfach nochmal heftiger, denn Alan Grant fragt dann kurz darauf Dr. Hammond, haben sie wirklich einen T-Rex? Und er sagt, ja, wir haben auch einen T-Rex. Alan Grant bricht daraufhin erstmal zusammen, weil er es überhaupt nicht fassen kann. Und Don Hammond läuft dann darauf mit glänzenden Augen in die Kamera, weil er eben auch die Faszination genießt, die der Park auf die Zuschauer gerade auswirkt. Eben auf Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm, und sagt dann den ikonischen Satz, willkommen im Jurassic Park. Dann sehen wir noch einmal von einem weiten Shot her, einfach, es ist eigentlich eine relativ simple Szene. Wir sehen einen Teich und Dinosaurier laufen eben drumherum. Das sind, glaube ich, Parasaurolophus und Brachiosaurier. Und die Musik schwillt eben an und wir sehen die Kamera wieder auf Dr. Alan Grant zurückkommen. Und diese Faszination hinter der ganzen Nummer, die kommt einfach immer wieder hervor. Egal wie oft man Jurassic Park 1 guckt, ja, der ist für mich ganz klar auf Platz Nummer 3. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, Platz Nummer 3? Was sind denn die ersten beiden Plätze? Und ich sag dir jetzt dasselbe, was auch John Hammond zu Alan Grant gesagt hat. Warten Sie es ab. Auf Platz Nummer 2 der schönsten Momente im gesamten Jurassic Franchise haben wir das Ende von The Lost World Jurassic Park 2. Ja, dieses Ende steht bei mir noch vor dem bekannten Welcome to Jurassic Park Spruch. Warum? Weil das Ende auch auf eine sehr romantische Art und Weise, aber auf eine sehr gute Art und Weise,
den Konflikt beendet, den Jurassic Park angefangen hat. Und ich sag's immer wieder, ja, Jurassic Park 2 ist eigentlich der Abschluss des Konfliktes, der mit Jurassic Park begonnen hat. In Jurassic Park 1 haben wir eben die Frage gestellt bekommen, okay, sollten wir Dinosaurier erschaffen, nur weil wir die Möglichkeit dazu haben? Die Antwort ist nein, alles eskaliert, alle Saurier brechen aus, das Chaos regiert. Dann bekommen wir dasselbe nochmal oder etwas ähnliches nochmal mit The Lost World Jurassic Park 2, wo auch wieder eine Frage gestellt wird, nämlich, naja, jetzt haben wir die Saurier aber hier, was machen wir jetzt mit denen? Und die Antwort darauf ist einfach, lasst sie in Ruhe. Wir haben die jetzt geschaffen, jetzt haben wir die Verantwortung, diese Tiere in Ruhe zu lassen, beiseite zu treten, auf die Natur zu vertrauen. Das würde im echten Leben nie so funktionieren. Es würde immer irgendwelche Konzerne oder Menschen geben, die versuchen würden, auf die Insel zu kommen. Jurassic Park 3 lässt grüßen, aber Jurassic Park 3 greift eben das Ende von Teil 2 nicht an. Man unterstreicht es eigentlich nur noch. Und deswegen ist für mich das Ende von Jurassic Park 2, von The Lost World Jurassic Park, so unfassbar genial. Wir sehen auch nochmal dann eine Kamerafahrt, wie sie quasi über eine Steppe zeigt, wie dann der Baby-T-Rex da rumläuft mit Mama und Papa und dann laufen dann noch Stegosaurier rum und Pteranodon landen dann da. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und ja, wie gesagt, sehr romantisiert, also sehr, sehr kitschig aufgebaut, aber für mich wirklich das wahrscheinlich perfekte Ende für diese gesamte Reihe. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, dass dieser Moment definitiv vor Welcome to Jurassic Park kommt. Von daher ganz klar Platz Nummer 2. Was kann man jetzt noch auf Platz Nummer 1 der schönsten Momente im Jurassic-Franchise packen? Und ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise habe ich über diese Szene erst relativ spät nachgedacht. Tatsächlich war ursprünglich Platz Nummer 2 auf Platz Nummer 1 gelistet gewesen. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, es gibt so einen Moment im allerersten Jurassic Park-Film, den ich wirklich genieße, und zwar jedes Mal, wo ich wirklich durchschnaufe, durchatme, mich zurücklehne, manchmal auch so die Hände hinter den Kopf schlage und einfach mal ganz kurz über das nachdenke, was eben gerade passiert ist. Ich rede hier vom Ende von Jurassic Park und nein, nicht von dem Moment, in dem der T-Rex den Raptor packt und eben die Menschen rettet. Das ist auch ein schöner Moment, der würde wahrscheinlich aber eher in die coole Action-Richtung gehen. Nein, für mich auf Platz Nummer 1, der schönste Moment des gesamten Jurassic-Franchise, ist der Moment, in dem der Helikopter über das Meer fliegt und der Film gerade endet. Das ist ein Moment, der wirklich eine unglaubliche Ruhe mit sich bringt und diese Ruhe im Kontrast zu dem, was wir kurz davor mitbekommen haben. Ich meine, die Action hört ja nicht auf seit der Küchenszene und zieht sich ja wirklich von der Küchenszene, ach Quatsch, sogar noch vorher, seit Robert Muldoon bis eben durch die Küchenszene hindurch, bis zu dem Moment, wo dann der T-Rex noch auftaucht, zieht sich dann die brachiale Action durch, bis dann irgendwann einfach die komplette Tonalität nach unten gesetzt wird, die Musik wird leise und wir bekommen eine Abschiedsmusik im alten Jurassic Park Theme. Was das Ganze noch unterstützt, ist einfach die lautlose Ausdrucksweise der Protagonisten. Wir sehen, wie Ellie und Alan sich anschauen. Alan hat die beiden Kinder im Arm und Ellie lächelt einfach nur und ohne dass ein Wort gesagt werden muss, verstehen wir als Zuschauer, was in deren Köpfen gerade vorgeht. Ich weiß, Jurassic Park 3 hat im Endeffekt einfach drauf geschissen und hat quasi gesagt, die kommen nicht zusammen. Aber im Endeffekt ist dieses Ende das perfekte Ende, zumindest für diesen Film. Und ich finde auch das beste Ende vielleicht der gesamten Reihe. Dieser Kontrast von Action zu leiser Musik, zu einer tonlosen Körpersprache, einer Ausdruckssprache, die eben Ellie und Alan mit sich bringen. Und du als Zuschauer sitzt einfach wirklich nur da und lässt dir, während der Helikopter über den Pazifik fliegt und man sieht eben noch die Pelikane sind es, glaube ich, nebenher fliegen. Du lässt diesen ganzen Film plötzlich nochmal Revue passieren und merkst, was da eben eigentlich gerade passiert ist. Ich finde, das Ende von Jurassic Park ist für mich ganz klar auf Platz Nummer 1 der schönsten Momente des gesamten Jurassic Franchise. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie sind deine Top 5 der schönsten Momente? Wir reden hier nicht von den coolsten, von den krassesten, von den actiongeladensten Momenten, nein, die schönsten Momente. Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Ich bin sehr gespannt drauf. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.